Servus, liebe Wanderoutdoor- und Bushcraft-Freunde, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, ich möchte heute nochmal von Olight eine kleine Taschenlampe fürs EDC bzw. für den Schlüsselbund vorstellen. Wenn ihr Interesse habt, bleibt einfach dran. Kleine Taschenlampe, großes Licht, so verspricht der Hersteller Olight. Die Bezeichnung der Taschenlampe ist die 1R EOS. Ja, und es sind zwei Modi, die man hat. Das sind einmal 130 Lumen, das heißt, ich muss hier zweimal drehen, dann haben wir die 130 Lumen bei einer Reichweite von 54 Meter. Der Akku oder die Akkuleistung soll in dem Fall dann ca. bei 20 Minuten liegen, wenn sie aufgeladen ist. Der erste Modus, der kleinere, sind dann 5 Lumen, 13 Meter Lichtreichweite bei ca. 7 Stunden Akkuhaltbarkeit. Aufgeladen wird das Ganze, schraubt man hier auf. Dann kommt dann ein USB zum Vorschein, ein kleiner USB, und das Kabel dazu ist dann mitgeliefert. So kann man das wunderbar hier dann aufladen. Ja, was soll ich sonst sagen zu dieser Taschenlampe, außer dass sie das macht, was sie soll, wofür sie hergestellt wurde, nämlich leuchten. Und das tut sie gut. Bei mir kommt sie an den Schlüsselbund auf jeden Fall dran und wird dort ihren Dienst tun. Erstmal mal sehen, was sich daraus ergibt. Ja, unten in der Videobeschreibung ist natürlich noch der Link zu Olight, zu dieser Taschenlampe, verknüpft. Und das war's soweit vom Review über diese kleine Taschenlampe fürs EDC oder den Schlüsselbund. Wenn es euch gefallen hat, gebt es mir einen Daumen hoch. Wenn nicht, dann nach unten, ist auch gut. Und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder draußen in der Natur auf meinem Kanal. Macht's gut. Servus. Ciao.